Willkommen zurück bei Schlacht um Mittelerde, Let's Play mit mir, dem Dodaka, und dieser Aufnahmesession. Und wir schauen uns doch mal an, wo es jetzt weitergeht. Obgleich viele Länder von der mutigen Gemeinschaft des Rings und den entschlossenen Kriegern Rohans befreit wurden, liegt Saurons Schatten immer noch über weiten Teilen Mittelerdes. Ich habe ja gar nicht gehört, dass man den Vulkan ja auch hört auf der Karte. Das ist ja cool. Ja. Das heißt, wir suchen uns hier wieder eine Region aus, in der wir spielen. Haben hier dann aber nur zwei zur Auswahl. Ker Andros oder Scheideweg. Das wäre alles Ker Andros. Und das ist Scheideweg. Tja, ich denke, wir nehmen den Scheideweg. Der hat erstmal drei Spezialfähigkeitspunkte und nicht nur zwei. Und sieht auch ein bisschen kleiner aus. Deswegen machen wir doch das. Einst war der Scheideweg eine belebte Durchgangsstraße Gondors. Heute ist das Gebiet in der Gewalt Mordors. Mich würde mal interessieren, ob die beiden Sprecher jeweils das Gleiche sagen, auf der guten und auf der bösen Seite. Muss ich mal gucken, muss ich mal in die böse Kampagne nochmal reingucken. Und mal hören, ob Saruman da das Gleiche erzählt wie Galadriel hier auf der guten Seite. Oder ob das verschiedene Sachen sind. Besiegt alle Truppen Mordors! Ja, das gleiche Spiel wie immer eigentlich. Es ist ein dunkler Schrecken aus den Impässen oberhalb von Minas Morgul. Hier haben wir allerdings keine Reiter, nur wir haben schon was erfüllt. Nimm Kontakt zu den gondorianischen Waldläufern in diesem Gebiet auf, kaufe Feuerpfeile für drei Bogenschützbataillonen. Haben wir schon geschafft. Auch gut. Waldläufer, wir brauchen eure Hilfe. Immer schön, wenn sich das alles von selber löst. Was gibt es Neues? Cool. Ja, die haben sich mir gleich mit angeschlossen. Ich denke, wir treten trotzdem mal vor die Mauer. Und baue hier mal überall Gehöfte. Und wir brauchen dann natürlich auch... Ja, was brauchen wir denn noch? Gondor Kaserne, Gondor Schießstand, Brunnen, Kampfturm, Soldaten, Lanzenträger, Turmwachen, Wächter der Feste. Ach ja, warum nicht? Wir wollen uns mal eine Kaserne noch. Wir haben ein neues Gehöft. Und hier bauen wir mal noch... Ach, Kampfturm können wir gar nicht. Gut, dann bauen wir hier hinten noch diesen das Nebentor. Ich denke nun... Verstehen wir einander. Und ich denke, ich mache hier mal bei mir nochmal das Spiel ein bisschen leiser auf den Ohren. Also es wird sich für euch jetzt nichts ändern, aber für mich... Ah, gleich viel angenehmer. Sonst brüllen die mir hier immer ins Ohr. Es ist nicht so feierlich. Ihr dürft diesen Weg nicht gehen. Jetzt kommt er mit seinen Billigtruppen schon. Und wir machen hier schon mal das Türchen zu. Ich würde den Ring nie verwenden. Selbst wenn Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine es retten könnte. Also die Sprachsamples, die sie hier verwenden, sind echt super. Oha, was haben wir hier? Kann ich leider immer nicht sehen. Das sind Bogenschützen, das weiß ich auch, aber was ist das hier? Was sollen das denn für Einheiten sein? Naja. So, hier Feuerpfeil. Mit Feuerpfeilen kommen sie jetzt auch schon. Aber die kriegen wir auch platt. Das ist ja das geringste Problem. Was? Nazgul? Wo denn? Der erzählt hier einen Blödsinn. Wir werden angegriffen. Okay.
So, verteidigt euch erstmal. Sieht hier ja soweit ganz gut aus. Wieso sind die denn hier nicht mit drin? Ach, die kriegen wir hier doch locker platt. Wir sind noch keinen Meter gelaufen und haben schon so viel zu tun. Ist ja auch sehr lustig. Naja. Hoppala, das war mein Telefon. Manchmal bewegt sich das in der Ladestation und dann macht das hier Geräusche. Soll eigentlich nicht sein. So, habt ihr jetzt hier mal bald alle platt gemacht? Da oben der Verband meint auch, er könnte mitspielen. Hä, es kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn der so viele Leute hier haben? Ich würde auch sagen, wir heilen die mal. Kommt noch mal ein paar neue raus. Was können wir hier denn noch herschauen? Ach, das sind die Galadrien. So, komm, wir machen hier mal. Machen hier mal ein paar Truppen: Soldaten, Lanzenträger. Ja, komm, machen wir hier mal so ein 3, 4, 5. So, in der Zeit, holen wir uns hier noch die Schmiede. Hier können noch ein paar Bauerngehöfte hin. So. Und hier bauen wir auch mal eine Tümsche. Eine Dämmche bauen wir da. Sehr gut, die Soldaten sind auch schon einsatzbereit. Ich glaube, wir ziehen uns mal zurück. Zieht euch mal bitte hierhin zurück. Baue ich hier mal noch ein kleines Wäldchen davor. Soldatenbataillon einsatzbereit. Und hier baue ich mal noch einen Turm. So, da haben sie es auch schon erreicht. Was gibt es Neues? Was willst du, dass ich tue? Die haben keinen Plan, was sie machen sollen. Ist auch lustig. Nur herzukommen, den verbotenen Weiher zu betreiben, schließt die Strafe ein. Rasch! Was machen die denn nicht schon wieder da draußen? So, hier die auch mal. Die hier können jetzt auch alle munter platt schießen. Ihr dürft diesen Weg nicht gehen. Der Feind! In Deckung, Männer! Oh, wir machen mal einen Wolkenbruch. Und dann bewegen die sich ja alle nicht. Also manche zumindest. Verdammte Feiglinge!
Bataillon einsatzbereit. Wir sind noch keinen Meter hier rausgekommen. Das ist echt ein bisschen, naja. So, hier haben wir 5 Bataillone. Und die Schmieden, da brauchen wir Klingen, Banner und schwere Rüstung. Aber ich kann die noch nicht bauen. Warum nicht? Benötigt Stufe 2. Aha. Ah, die levelt sich selber. Okay. Na. Dann muss ich dann noch ein bisschen warten. Ich könnte aber mit dem Bataillon hier schon mal die Ostseestadt rauslocken. Das machen wir doch gleich mal. Und sorgen so für ein bisschen Ablenkung. Wo wollen die hin? Gucken, dass das Tor auch zu ist. Los, Soldat! Bewegung! Immer weiter! Hey, unsere Feinde! Sie sind hier! Ja, ja, das wissen wir. Angriff! So, hier ist doch schon mal ein Trupp, den ihr auseinandernehmen könnt. Währenddessen machen die Bogenschützen natürlich ganze Arbeit. Und nehmen die auch auseinander. Also Gondor spielt sich irgendwie doch nochmal ganz anders als Rohan. Bei Isengard und Mordor war mir das nicht so aufgefallen. Ist zumindest mein Empfinden jetzt. Aber hier ist doch nochmal ein gewaltiger Unterschied. Na klar, bei den Rohirrim hatte man die leichte Taktik irgendwie. Man geht nur rein, holt sich die Reiter und reitet alle nieder. Aber... Das geht hier natürlich nicht so leicht. Weil hier gibt es keine Reiter, oder? Ich habe keine Stellung gesehen. Kaserne, Schießstand, Heldenstatue, Brunnen. Nö. Nö, nö, nö. Nö. Hat die sich hier mal langsam... Na, fast. Fehlt nicht mehr viel. Das ist doch schön. Ich glaube, hier bleiben wir, farmen hier so ein paar Punkte ab. Nein, natürlich nicht. Also, nicht nur. Kommt mal ein bisschen zurück hier. Bisschen näher zum Tor dürfte schon. Die Bogenschützen müssen ja auch noch drankommen. Haben wir hier Blockformation, höhere Rüstung, aber niedrigere Geschwindigkeit. Aber, ja, die Schmiede ist verbessert, sehr gut. Dann können wir das jetzt mal alles in Auftrag geben. Und dann können hier unsere Fußsoldaten, die wir jetzt gerade mal auf die 2 legen, sich auch noch verbessern. Der scheint hier nur am Einheiten produzieren zu sein. Der scheint nichts anderes zu machen. Nur Einheiten produzieren und auf mich draufdrücken. Genau, da haben wir das erste Upgrade schon mal. Wir kosten die 600. Auch nochmal 600. Also 3000 müssen wir da investieren. Oder doch nicht so viel? Nee, hä? 600 mal 5?
6 mal 5 ist doch 3, also 3, 3000 oder nicht? Naja, wurscht.